Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Mich hat Gaming Potatoes angeschrieben, ob ich denn Lust hätte, für seinen Mod eine Vorstellung zu machen. Und unter YouTube-Kollegen hilft man sich natürlich gerne und ich übernehme das natürlich sehr gerne für ihn. Er hat den Bahnhof Düsseldorf als Asset rausgebracht. Die notwendigen Links kriegt ihr natürlich wieder wie immer in die Videobeschreibung eingetragen. Das heißt, ihr braucht den Original-Mod Düsseldorfer Bahnhof, also Toms und Benjens Bahnhof Düsseldorf als Original, als Grundlage für diesen Mod, damit die Assets auch funktionieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal an. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen überlegt, schauen wir mal, ob wir das alles so hinbekommen. Für Fragen stehen wir euch ja gerne dann Gaming Potatoes und ich im Forum oder auf YouTube zur Verfügung. So, als erstes haben wir jetzt hier mal den Originalmod. Den bauen wir jetzt einfach hier oben einmal auf, würde ich sagen. Nehmen wir mal so 10 Gleise in 400 Metern, damit wir mal sehen, von was wir hier sprechen. Das ist jetzt so dieser Bahnhof, den es hier zum Beispiel gibt. Und geht man nun hier unter die Assets rein, gibt es auch den Düsseldorfer Hauptbahnhof als Assets. Wie wir hier sehen mit den ganzen Gebäuden. Wo man ein bisschen achten muss drauf, es schaut jetzt ein bisschen komisch aus, wie so eine Filmkulisse, weil die Skalierung hier unten auf 0 steht. Die muss man halt einmal auf 1 umstellen, dass man das Modell dann im Original hat, sage ich jetzt einmal. Wenn man sich das Ganze jetzt also hier mal anschaut, hätten wir also hier das Hauptgebäude mal dann im Original, wo man sich hier natürlich dann auch mit der Skalierung ein bisschen spielen könnte. Dann schaut das Ganze natürlich ein bisschen unwirklicher aus. Man kann das Ganze dann auch noch in kleineren Stufen vergrößern. Aber das ist ja so nicht notwendig. Man könnte jetzt hier zum Beispiel das gleiche Gebäude dann nochmal dran platzieren, wenn man das so haben wollte für den Schönbau. Also man sieht hier, dass es genau das gleiche nochmal zum Anbau geben würde. Das Ganze sind aber wie gesagt reine Assets, die ohne Funktion sind. Also wenn man Bahnsteige anbaut oder sowas, werden die von den Sims nicht benutzt und von der KI. Dann haben wir hier mal das Nebengebäude, also das Gebäude auf der anderen Seite vom zweiten Straßenanschluss. Man sieht aber jetzt hier, dass im Originalmod dort schon ein Stückchen Bahnsteig dranhängt. Man hat hier die Möglichkeiten der einzelnen Überdachungen, ebenso wie sie im Mod dann im Original sind, teilweise eben schon mit Bahnsteig dran. Muss man jetzt schauen, wo man den sich dann hinplatziert. Da gibt es also alle 4 Überdachungen, die hier im Modell vorhanden sind. Man könnte das Ganze jetzt also hier dann auch nochmal erweitern, sage ich mal, wenn man es haben will, dass man jetzt zum Beispiel hier nochmal dann dran baut. Muss man jetzt dann das ganze Dach nochmal vervollständigen, da die Seite hier ja dann offen wäre. Aber das wären jetzt nochmal diese 4 Überdachungen, die es hier geben würde. Dann gibt es auch nochmal die ganzen Bahnsteige mit Dach, die im Original sind. Wenn man also hier sieht, hier wäre jetzt dann dieser Originalmod vom ersten Segment dieses Bahnhofes mit diesem Holzsteg als Übergang zwischen den einzelnen Bahnsteigen für die Mitarbeiter oder für die Bahnbediensteten. Die gibt es also, wie gesagt, jetzt dann alle Variationen, die eben in diesem Grundmodell enthalten sind. Man könnte jetzt also zum Beispiel hier dann auch, wenn man es haben will, muss man dann schauen, hier sieht man, dass jetzt dann der zweite Teil fehlt vom Bahnsteig, aber man könnte jetzt durchaus hier das Ganze dann einfach hier anbauen und so seine Bahnsteige dann dementsprechend halt verlängern. Muss man halt dann den zugehörigen anderen Bahnsteig finden, der halt dann auch noch die Dinge enthält, beziehungsweise müsste man sich halt hier dann einfach einmal die passenden Bahnsteige drunter setzen, was ja dann auch kein Problem sein dürfte. Die sind halt jetzt die hier mit Licht. Die können wir dann schlecht nehmen, weil die sonst ins Dach reinragen würden. Da müsste es aber halt dann auch noch dementsprechend Variationen ohne geben. Oder man baut sich halt dann hier entsprechend einfach einmal andere Bahnsteige dran. So kann man also für den Schönbau dann sich das Ganze mal erweitern.
Der Vorteil ist halt, ich kann die Dinge auch wieder einzeln entfernen. Interessant ist halt dann zum Beispiel auch diesen Bahnsteig ohne Dach, den man hier dann nehmen kann, wie wir hier sehen. Das heißt, ich könnte meine Bahnsteige dann auch dementsprechend verlängern, um halt hier, wenn ich die Schienen rausziehe, eine schönere Optik zu erzielen. Das heißt, wenn ich halt hier möchte, dass halt der Bahnsteig länger wird, dann kann ich mir hier den auch zum Beispiel einfach so anbauen. Das Ganze kann man natürlich viel einfacher machen, wenn man es an die Schienen ansnappen lässt. Das heißt, man zieht halt jetzt zum Beispiel hier mal die Schienen dann gerade aus dem Bahnhof raus. Und dann kann ich mir die Dinge auch an den Schienen ansnappen lassen. Wenn ich den richtigen Ansnapppunkt nicht finde, weil der Wert hier mit Entfernung zum Gleis auf 0 steht, dann kann ich die Meterzahl dementsprechend anpassen und schauen, wann ich halt dann richtig dort liege. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber für einen schönen Bau ist das einfach mal so. Man sieht halt jetzt hier, man wäre jetzt hier auf der richtigen Seite oder man hätte jetzt mal den Abstand richtig getroffen, allerdings passt die Höhe des Bahnsteigs noch nicht. Die kann man dann natürlich auch entsprechend anpassen. Ich tippe jetzt mal, dass es so 0,5 Meter sein müssten. Und schon sieht man jetzt, dass der Bahnsteig hier bündig dran gebaut werden kann. Und so könnte ich mir jetzt halt hier diesen Bahnsteig verlängern, um hier eben auch ein bisschen für den Schönbau das Ganze wieder zu erweitern. Wie gesagt, Funktionalität hätten jetzt diese drei Bahnsteige nicht. Man würde also hier draußen nie dann die Sims sehen. Man könnte also dann von Super Paul Ersatz diese Personenersatz verwenden und hier dann Leute aufstellen oder sowas, aber vom normalen Spiel werden diese Bereiche dann natürlich nicht genutzt, weil das Ganze eben wie gesagt reine Deko-Assets sind, um halt hier für den Schönbau diesen Bahnhof dann zu erweitern. Um das Ganze halt jetzt hier rauszubauen. So. Das wären also somit die Möglichkeiten, die man mit diesem Mod hat. Ich kann natürlich dann auch wieder variieren. Hier sind halt dann die halben Bahnsteige, wenn man also hier irgendwo auf der Seite noch was anbauen will. Bei diesem einzelnen Gleis hier oder bei diesem Endstück kann man das natürlich dann auch machen und kann das dementsprechend hier auch nochmal anbauen. Das Ganze, wie gesagt, lässt sich halt über die Skalierung verändern. Ich habe verschiedene Bahnsteighöhen, die ich einstellen kann, also von 0,01 über 0,Werte und die Meterwerte. Genauso die Entfernung zum Gleis kann ich eben in diesen Variablen verändern. Eine kleine Möglichkeit, die ich noch auf dem Modbild gesehen habe, da schon einmal, ist eine schöne Variante dieses 25% Bahnsteiges, sage ich jetzt einmal. Damit kann man halt dann auch sehr kleine Bahnsteige realisieren, beziehungsweise halt einmal als in Kurven zum Beispiel einbauen. Durch das, dass halt diese Länge dann ziemlich kurz ist, kann ich mir das halt einmal irgendwo im Schönbau auf der Map oder sowas, muss ich ja jetzt nicht direkt hier im Düsseldorfer Bahnhof verwenden. Ich kann halt hier zum Beispiel mal zwei Gleise nebeneinander bauen, irgendwo auf einer Strecke. Und könnte mir jetzt halt sozusagen auch meinen eigenen Bahnhof hier in den Kurven einbauen, indem ich jetzt einfach diesen Bahnsteig 25% nehme und mir dementsprechend die Meterzahl vom Gleiswert einstelle und die Skalierung. Zum Beispiel halt mit dieser doppelten Skalierung und alles und mit dieser Entfernung könnte ich jetzt hier in der Kurve A oder in diesem schrägen Teil dann durch diese verkürzte Variante dieses Bahnsteiges mir auch in den Schrägen halt so einen Bahnsteig einbauen. Man kann natürlich jetzt dann auch hier irgendwo mit einer Spitzkehre arbeiten und kann halt dann auch hier einen Zug anhalten lassen, damit es halt auch so aussieht, als wie wenn hier ein Bahnhof umgesetzt wäre. Wie gesagt, das meiste ist halt jetzt nur wirklich für den Schönbau. Und man sieht halt, dass ich das Ganze dann auch jetzt schön in die Kurve einbauen kann. Und man kann über die Skalierung dann natürlich auch hergehen und kann die Bahnsteige dann kleiner machen und auslaufen lassen und spitzer zulaufen lassen. Da gibt es also auch noch alle Möglichkeiten dann. Ist halt eine etwas größere Fummelei.
bis man das Ganze halt dann einmal so hat, wie man es gerne braucht. Schauen wir mal, ob ich das so schön hinbekomme. Aber wahrscheinlich nicht, aber man könnte halt jetzt zum Beispiel hergehen und kann dir so einen Bahnsteig einmal spitz zulaufen lassen. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen Bastelarbeit dann. Kann halt das gleich jetzt dann, sage ich mal, hier auf der Gegenseite machen. Es ist halt etwas Sisyphusarbeit. Und kann halt dann das Ganze anpassen. Man könnte natürlich jetzt das Gleis dann auch wieder weiter rausziehen, dann wird das Ganze natürlich auch nochmal etwas schöner werden oder zulaufender werden wahrscheinlich. Also wenn man jetzt sagt, man macht halt das Ganze jetzt einmal so und versucht halt dann, ja gut, da ist jetzt der Gleisabstand ein bisschen zu groß. Das ist wie gesagt alles immer ein bisschen mehr Spielerei. Und dann kann man sich halt hier die Bahnsteige einmal in spitzeren Winkeln zubauen. Dass es halt vom einfachen Bahnsteig dann weiter wächst. Schauen wir mal, ob ich das ein bisschen besser hinbekomme noch hier. Aber wie gesagt, man kann nicht hier über die Skalierung dann. Ob das war der falsche. Man kann nicht dann hier, wie gesagt, über die Skalierung eben auch schauen, dass man das Ganze noch besser und schmäler hinbekommt, und dann hat man hier wirklich so spitz zulaufende Bahnsteige. Ist wie gesagt halt ein bisschen Sisyphusarbeit, aber für einen Schönbau ist ja das alles kein Problem. Und somit kann man dann auch diese Ecken und alles ein bisschen besser auskaschieren. Das kann der Juli etwas besser wie ich mit Sicherheit. Da gibt es auch mit Sicherheit ein paar schönere Videos auf seinem Kanal zu seinen Bauprojekten, zu seinen Nachbauprojekten, aber dass man das hier halt einmal gesehen hat, welche Möglichkeiten dieser Mod noch so bildet. Welche Möglichkeiten dieser Mod noch so ermöglicht. Man soll halt abends keine Modvorstellungen mehr machen. Tja, ja. So. Ich hoffe, das war es jetzt alles und ich habe nichts vergessen und konnte euch einmal diese Möglichkeiten von diesem Bauen auf Asset Mod näher bringen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir und Gaming Potatoes einen netten Kommentar hinterlassen würdet oder Verbesserungsvorschläge. Er hat mir mal geschrieben, er versucht auch das Ganze mit diesem spitz zulaufenden Bauernhofsenden per Skript noch ein bisschen besser anzupassen. Vielleicht kommt da dann nochmal ein Update, werden wir mal sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Bei mir ist es heute jetzt abends. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald möglichst auf meinem Kanal hier wiedersehen. Bis dann, alles Gute, wünscht euch euer Maverick.